Es war eine Bewährungsprobe für die Kandidatinnen und Kandidaten. Erstmals haben sie zu Hause entschieden, welche Talente in die vorletzte Sendung aufsteigen dürfen. Angespannte Nerven gab es auf allen Seiten. Mit den Duetten, da war ja alles noch sehr harmonisch und dann plötzlich, bumm, zack, ein ganz anderes Thema, die Duelle, jetzt seid ihr gegeneinander. Da hatten wir auch und die Kandidaten, Kandidatinnen auch ein bisschen Schwierigkeiten, bis dann halt die erste Entscheidung gefallen ist, wo man dann wirklich merkt, aha, das Publikum hat wirklich halt einen weitergewählt. Die Minute dauert so lang, also wenn man da oben steht, man denkt sich so, damn. Ich stehe schon stundenlang und es vergeht nicht und es ist ein Nervenkitzel. Fred! Ein Weiter für den einen war vorerst dann aber auch ein Aus für die oder den anderen. An Konkurrenz wollen die Starmaniacs dennoch nach wie vor nicht denken. Es war noch nie Konkurrenz zwischen uns Kandidaten und das ist irgendwie das Geile an der Show. Dass es so untereinander irgendwie so eine coole Atmosphäre ist. Wir verbringen die ganze Woche zusammen und wir sind eigentlich gerade die Familie, weil wir kommen alle nicht nach Hause. Also wir sind wirklich die starke Schulter vom Nebenan. Wir sind die, die zusammen essen. Wir sind die, die einander in der Früh den Tee bereiten. Klar sind wir alle Konkurrenten und jeder will irgendwo gewinnen. Ich singe mit der Anna gemeinsam und ich würde dir nicht sagen, ich singe mit ihr gemeinsam. Wenn es kein gemeinsames Singen wäre. Also für mich war das einfach, sich gegenseitig unterstützen und einfach im Moment sein. Für Vanessa und Anna ging diese Runde dann doch noch gut aus. Sie wurden von der Promi-Jury gerettet. Wir haben uns beraten, wo wir so die nahe Zukunft der TeilnehmerInnen sehen und waren uns nicht sofort einig, aber ich glaube, wir sind jetzt letztlich dann doch sehr glücklich mit dem Ergebnis. Es war dann am Schluss auch so absurd, weil halt ja alle übrig gebliebenen doch halt auch so gut waren. Da geht es dann halt einfach um Subjektivität, um Nuancen, um ein Müh.